Guten Morgen, liebe Leute! Anno 1404 ruft. Das ist jetzt das erste Let's Play auf diesem privaten Kanal von mir. Einige kennen vielleicht meine Stimme bereits. Felix, außer auch bekannt als K-Pop-Lord mein Name. Und eigentlich komme ich ja von der League of Ungentlemanly Warfare. Vielleicht kennt einer von euch ja bereits diesen Kanal. Und ich dachte mir, okay, machen wir jetzt mal einen deutschen Partnerkanal. Und was gäbe es da besser, als tatsächlich ein bisschen Anno zu zelebrieren, vor allem in Form von Anno 1404 Venedig, dem besten Teil der Reihe. Und ich dachte mir, gleich so als erstes Projekt für diesen neuen Kanal, fangen wir mal mit einer kleinen Challenge an. Ziel wird es sein, wir bauen zwei Hauptstädte, also zwei Weltstädte, also Städte vom höchsten Rang, sowohl einmal vom Okzident als auch einmal vom Orient und beide Monumente auf derselben Insel. So, dafür gibt es tatsächlich auch bereits ein passendes Map-Seed. Ich habe hier bereits sämtliche Einstellungen vorgenommen. Aber nur, um es euch mal zu zeigen, was genau uns hier erwartet. Also wir werden erstmal mit starken Piraten kämpfen. Ja, schließlich wollen wir ein bisschen was für eine Herausforderung haben. Später werden die KI-Gegner relativ uninteressant. Ich habe hier mit Absicht ein paar schwächere ausgewählt. Einfach für die Atmosphäre. Ich finde, ohne Computergegner fühlt sich die Welt in Anno einfach relativ leer an. Und deswegen wäre es ganz gut, zumindest am Anfang, die drei freundlichsten mit dabei zu haben. Aufkaufen oder militärisch platt machen kann man sie ja später immer noch. So, wir haben eine sehr große Inselwelt. Wir haben viele Fruchtbarkeiten. Wir haben sehr große Inseln. Die Inseln haben eine leichte Schwierigkeit. Wir haben sehr viele neutrale Mächte. Und ja, als Map-Seed nehmen wir die 79661. Damit habe ich bereits auf dem anderen Kanal gute Erfahrungen gemacht. Da habe ich die zweite Staffel von Anno 1404 aufgenommen, wo sehr viele gefragt haben, was ist denn das für ein Map-Seed? Ist ja so eine gewaltige große Insel, die es da gibt. Ja, und genau die werden wir tatsächlich brauchen. So, wir werden dann bei den Baukosten, wir kriegen die Hälfte zurückerstattet, wir werden viele Quests haben, sämtliche Katastrophen sind aktiviert. Wir starten mit unserem typischen Flaggschiff, wir starten mit 30.000 Gold, wir haben keine Ehre, die können wir uns ja dann noch verdienen, wir haben kein Start-Item. Gegner können uns sabotieren, aber wir können sie sabotieren, wir können ihre Städte aufkaufen, so wie sie unsere theoretisch aufkaufen können. Die Map wird aufgedeckt sein. Und ja, als Siegbedingung 30.000 Einwohner, beide Monumente gebaut und man muss alle Errungenschaften freigeschalten haben. Ich denke, so wird da eine relativ schöne Challenge raus. Draus ist halt nur der mittlere Schwierigkeitsgrad insgesamt, aber wie gesagt, allein schon dadurch Städte von dieser verfluchten Größe zu bauen, das wird ein Spaß. Und ehrlich gesagt, ich freue mich schon diebisch auf das Projekt. So, da wollen wir mal starten. Ach ja. So, ja, ich werde natürlich mein Bestes versuchen, diesen Kanal hier mit Episoden zu versorgen. Geplant sind aktuell zweimal die Woche. An welchen Tagen, weiß ich noch nicht. Genauso wie ich aber auch an zwei Tagen die Woche auch den anderen Kanal versorgen werde, also den englischsprachigen Kanal, die League of Ungentlemanly Warfare. Ich denke, vier Episoden pro Woche insgesamt, das sollte schaffbar sein. Vielleicht schaffe ich auch ein bisschen mehr. Wir müssen schauen, wie sich das mit Arbeit und der Entwicklung von Projekt Colony, wie das alles hinhaut. Hauptbeweggrund, warum ich jetzt tatsächlich diesen deutschen Partnerkanal mache, ist tatsächlich, dass ich zwar relativ gerne Englisch spreche und angeblich auch relativ gut, aber gerade in Anno muss man viel nachdenken, vor allem im Late Game. Da ist halt eine Frage, wie organisiert man das alles? Da werden ja die Produktionsketten relativ komplex etc. Und wenn ich mich darauf konzentrieren muss und dann auch noch auf die andere Sprache, dann vernachlässige ich komplett das Sprechen tatsächlich. Und deswegen, ja, ich dachte, der Hauptkanal, der dreht sich halt ein bisschen mehr um das Gameplay an sich. Das funktioniert ja immer noch, während ich hier tatsächlich einfach ein bisschen offener reden kann. Ich denke auch, das wird für mich eine etwas spaßigere Angelegenheit. Und das wird, denke ich, auch eine ziemlich gute Abwechslung sein. Und jetzt frage ich mich, wann dieser Ladebalken endlich vorbei ist, damit ich endlich aufhören kann, hier so rumzufaseln. Denn schließlich wollen wir zusätzlich auch noch ein bisschen was vom Spiel sehen. Na komm schon. Komm schon, lieber Ladebalken. Das kannst du. Das kannst du. Ne? Ja, so ist fein. Gut, dann wollen wir mal Säge setzen. Und hier haben wir unser Schiff und gleich ab zur großen Insel. Das wird ein super Hafenbereich.
So, und hier könnt ihr sehen, warum ich unbedingt diese Map-Seed haben wollte. Diese Insel hier ist eigentlich ein ganzer verfickter Kontinent. Anders kann man es nicht sagen. Hier wird es relativ leicht sein, zwei Weltstädte drauf zu errichten. Beide müssen dafür so ungefähr 6000 Einwohner haben. Ne? Wir brauchen unsere 5000 Gesandten und zusätzlich ungefähr 3500 Adelsleute. Zuzüglich dann noch die Monumente. Das wird also gar nicht mal so ohne werden. Der Platz hier wird am Ende tatsächlich auch relativ knapp werden, aber es ist machbar. Und wenn wir unsere gesamten Produktionen auf die ganzen anderen Inseln outsourcen, dann sollte es auch kein Problem darstellen. So, Ziel in dieser Episode ist es natürlich, die zweite Bevölkerungsstufe zu erreichen und bereits etwas vernünftig Großes aufzuziehen. Also ich denke mal, so die 2000 Einwohner werden wir vielleicht sogar schon hinkriegen. Wir werden relativ viel mit den Zeitraffer arbeiten. So, kümmern wir uns erstmal um die grundlegende Nahrungsversorgung. Zwei Fischerhütten tun den Anfang. Dann zack, erstmal automatischer Handel sofort aktiviert, weil wir wollen ja schließlich nicht, dass uns mittendrin das Werkzeug ausgeht. So. Und wir werden den Stadtbereich gleich direkt am Hafen ansiedeln, oder? Werden wir es tun? Ich denke schon. Na, nicht ganz direkt am Hafengebiet. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil meine Distriktbauweise setzt auch voraus, dass die Sachen relativ symmetrisch nebeneinander gesetzt sind. Das heißt also, wir brauchen tatsächlich einen gewissen Abstand. Sonst wird die ganze Nummer nicht aufgehen. So, und wir werden erstmal hier nach rechts expandieren. Ich denke, wenn wir 6 Distrikte pro Bevölkerung machen, also für Orient und Okzident, dann wird das hinhauen. Da wir erstmal nach rechts expandieren, können wir hier oben erstmal gemütlich unsere Holzproduktion hinkloppen. So, und ich weiß, was jetzt gleich ein paar Leute sagen werden, wenn sie dieses Video sehen. Warum wird der Typ gleich eine Swastika bauen? Fun Fact, die hat sich ja irgendwie auch in das GameStar-Interview vom März hineingeschmuggelt, als der Johannes ein paar Videos rausgesucht hatte, ein paar Videoausschnitte. Bei der, ich glaube, 4. Mission war es, wo es um die verlorenen Kinder ging. Da habe ich auch diese Holzproduktion gebaut und ungefähr, ja, ein Drittel der Kommentarsektion war so, Holzfällerei reichsdeutscher Art. Ja, so kann man es auch beschreiben tatsächlich. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ich versuche hier natürlich nicht auf unterbewusster Ebene Nazis zu rekrutieren, sondern das ist einfach eine Bauweise, die ist effizient. Dieses Layout findet man auch an vielen Stellen im Anno-Wiki oder auf diversen Hilfsseiten. Insofern, das ist echt nichts Besonderes. Es ist halt jetzt nur zufällig wie eine Swastika geformt hier in der Mitte. Aber da muss man schon wirklich ein bisschen Fantasie mit dabei haben. Dennoch habe ich es jetzt einfach mal extra ein bisschen herausgestellt, weil ich habe auch keine Angst zuzugeben, dass tatsächlich so etwas in meinem Bauplan existiert. An island was settled by another player. So, wo hat sich denn Helena niedergelassen? Okay, sie wird eine Rädel... Oh, so klein ist die Insel gar nicht. Okay, die Sache ist ja die, die Stärke der KI richtet sich massiv danach, was für eine Startinsel sie auswählt. Das heißt also, wenn man eine, wenn man gegen die schwersten Computergegner bestehen will, wie zum Beispiel Kardinal Lucius, dann nimmt man am besten eine Inselwelt mit sehr vielen kleinen Inseln. So, darauf kommt die KI nicht klar. Dadurch wird automatisch alles runterskaliert. Die Wirtschaft, die, das Militär. Und damit hat man dann tatsächlich eine viel leichtere Zeit. Ich hatte jetzt natürlich ein bisschen gehofft, dass Helena sich jetzt was Kleines raussucht und dann halt die ganze Zeit so relativ verkrüppelt dastehen wird. Das würde uns natürlich einen dezenten Vorteil verschaffen. Aber gut, die Hoffnung war wohl vergebens. Gut, dann kaufen wir hier mal Werkzeug. Ziehen wir mal gleich weiter zu Mr. Garibaldi. Ist klar, ich handle nur einmal und die KI liebt uns sofort. Ach, es ist so schön einfach mit diesen leichten KI-Gegnern. Ich sollte das öfters tun. So, gut, dann wollen wir mal das zentrale Quadrat des Distriktes zu Ende führen. Das ist so. Also, nur so zur Info. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Standardzuschauer, der hier auf diesen Kanal stößt, den Hauptkanal bereits kennt. Ja, das heißt also, ich werde jetzt hier nicht großartig ins Detail gehen, wie ich die Layouts mache etc. Tutorials dazu, wenn auch englischsprachig, findet man auf dem Hauptkanal. Und da wird wirklich alles
erklärt, welche Layouts ich nutze. Und selbst wenn man kein Englisch versteht, dann kann man sich da zumindest das Video angucken. Okay, Willem behindert sich selber. Er nimmt eine relativ schwierige Insel, die auch noch ein paar Hindernisse im Weg hat. Ja gut, die ist okay. Das heißt also, die KI wird... Ah, okay, hier hat das Baumenü nicht registriert, dass ich inzwischen wieder auf meiner Heimatinsel bin. So ist es natürlich immer in einem gewissen Maße eine kleine Schande. So, ich hoffe, die 8 Holzfällerhütten werden erstmal für den Anfang hinkommen. Im Zweifelsfall muss ich noch ein paar weitere bauen, aber die erste... Ach, ich werde jetzt einfach hier noch ein bisschen Holz kaufen. So, Goldfurt ist gewachsen. Das ist schön. Dann können wir gleich bei der Rückkehr eine kleine Schenkung kaufen. Die können wir dann also hier überbringen und dann gibt er uns ein Schiff, mit dem wir dann in der Lage sind, eine orientalische Insel zu besiedeln. Ich denke mal, es wird die große hier werden, weil hier kriegen wir, ohne Scheiß, wir können hier alles Mögliche produzieren. Wir kriegen hier Datteln, wir kriegen Gewürze, wir kriegen Farbe. Das heißt also, da ist nur noch ein Schritt zur Seite entfernt und dann können wir da alle Grundgüter, die wir für die Nomaden brauchen, produzieren. Geiler geht's doch kaum. So, hier können wir jetzt schon die nächsten Produktionslinien hochziehen. Wir könnten theoretisch auch schon den Aufstieg zur nächsten Stufe vorbereiten. Aber die Episode geht ja noch rund eine Viertelstunde. Das wäre also ein bisschen verfrüht. So, erstmal möchte ich hier diesen Distrikt fertig gebaut haben und dann... Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt bereits über 200 Einwohner. Unsere Bilanz ist positiv. Oh, Northburg, du gibst uns gleich etwas Ehre. Ist das nicht schön? Später wird der Kopf noch genug rauchen. Da müssen wir jetzt die ruhigen und schönen Momente nehmen, solange es sie noch gibt. So. Sehr schön. Auch wenn dieses Schiff hier ein bisschen verlangsamt ist, haben wir jetzt genug Platz zur Verfügung, dass wir diese Schenkung kaufen können und vorbeibringen können. So, etwas, was mich auch einige Leute gefragt haben, wozu ich tatsächlich bis jetzt Kommentare vermieden habe. Das liegt eher daran, dass mein Sprachgebrauch in der englischen Sprache dazu noch nicht gut genug ist. Was halte ich denn von Anno 1800? Das wurde ja jetzt frisch auf der Gamescom angekündigt. Und ja, tatsächlich gehöre ich zu den Menschen, die die unpopuläre Meinung vertreten, dass es ein sehr riskantes Projekt ist. Also ich verstehe ja schließlich ein bisschen was vom Markt und auch vom Game Design selber und einige der Entscheidungen, die Bluebyte da getroffen hat, würde ich zumindest objektiv betrachtet, ohne das interne Wissen dort zur Verfügung zu haben, als halben Knieschuss bezeichnen. Das hat tatsächlich ein paar Gründe. Nummer 1 ist tatsächlich das Setting. Ich meine, wir reden hier vom gesamten 19. Jahrhundert, 1800 bis 1900, das ist eigentlich eine schöne Sache. Und die Begründung war ja, man möchte damit halt die Leute, die die vergangene Zeit mögen und die Leute, die eher das Technische aus Sci-Fi lieben, man möchte sie zusammenführen. Jetzt gibt es da aber einen kleinen Einwand meinerseits, und zwar ist dieses Setting relativ unpopulär tatsächlich. Es gibt nicht allzu viele Spiele, die in diesem Bereich angesiedelt sind. Und die, die es gab, haben sich nicht besonders gut verkauft. Zum Beispiel auch Assassin's Creed Syndicate, was ja auch ein bisschen in die Richtung ging. Vom Setting her, es war ja viktorianisches London. So, die Bandenkriege. Ja, das war eine schöne Sache, war aber nicht besonders verkaufsstark. Jetzt kann man sagen, okay, Assassin's Creed ist ja relativ ausgenudelt und der direkte Vorgänger Unity war ja nicht so geil. Aber, und das ist der Punkt, der in meinen Augen ein bisschen schwierig ist. Welches besonders erfolgreiche Spiel hat so ein Setting? Ja. Selbst bei den eher Fantasy-mäßigen Sachen, da ist ja Steampunk am nächsten. Da haben wir zum Beispiel Dishonored 1 und 2. Beide waren keine großen Verkaufsschlager, obwohl handwerkstechnisch sehr, sehr gute Spiele tatsächlich. So, und jetzt kristallisiert sich vielleicht langsam heraus, was ich mit diesem Setting meine, warum das ein bisschen kritisch ist. Das Verkaufsinteresse ist einfach sehr, sehr gering. Die Leute werden es nicht wegen dem Setting kaufen, sondern weil da Anno draufsteht. So, das heißt also, man wird eventuell innerhalb des Anno-Fankreises viele Leute erreichen, aber nicht außerhalb.
Und das ist in meinen Augen eine schwierige Sache. Das heißt, das Spiel wird höchstwahrscheinlich erfolgreicher als Anno 2205, keine Frage. 2205 war einfach gameplay-technisch zu anders. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen ist, 2205 hat viele Fans verprellt. Das heißt, auch selbst bei all ihren Bekundungen, dass sie sagen, ja, das wird wieder mehr in Richtung Anno 1404 gehen und so weiter, der Restzweifel wird immer bleiben. Und ein paar Elemente aus Anno 2205 werden drin bleiben. Das heißt also, durch das Setting werden sie wenig neue Fans erreichen, die außerhalb der Anno-Community existieren. Aber innerhalb der Community werden sie nicht die Hochzeiten von Anno angreifen. Ja, das Erfolgreichste, das war ja Anno 2070, was waren das? Ich glaube 6 Millionen Verkäufe. Bin mir aber nicht sicher. Und das ist eine Hausnummer. Zum Vergleich, City Skylines hat 1,1 Millionen oder so. Oder waren es 1,3? Und bei Anno 2070, wie gesagt, ich glaube, es waren 6 Millionen. Kann auch sein, dass es in Anführungszeichen nur 2 waren. Aber wenn man bedenkt, dass City Skylines so als der Genre-König gilt für Aufbauspiele, zeigt es eigentlich, wie viel stärker Anno eigentlich ist. Und ich denke, Anno 1800 wird nicht mal ansatzweise in Reichweite dessen kommen. Und wenn man sich dann anschaut, dass Ubisoft ja gerade Probleme hat, in der Hinsicht, dass Activision ja die ganze Zeit dahinter sitzt und das Ganze kauft. Nee, nicht Activision, Vivendi. Dass Vivendi den Laden aufkaufen möchte, wäre es natürlich gut, wenn das Spiel maximal verkaufsträchtig wäre. Und ich glaube, da wäre es die bessere Strategie gewesen, neue Zielgruppen zu erschließen, indem man sagt, man bringt zum Beispiel ein Anno in der Cäsarenzeit, so um die Fans der alten Cäsar-Reihe abzugreifen. Und da hätte man als zusätzliche Fraktion Ägypten reinbringen können, Germanien etc. Das ist zum Beispiel ein Bereich, da ist bereits bewiesen, dass es auch außerhalb der Anno-Reihe eine Zielgruppe gibt. Und ja, das ist in meinen Augen ein großes Problem. Des Weiteren bin ich mir auch bei einigen Versprechen, die sie gegeben haben, nicht so sicher, ob sie sie je überhaupt einhalten können werden. Ja, großer Knackpunkt wird zum Beispiel die KI werden. Sie haben ja bereits angekündigt, KI-Gegner werden wieder drin sein. Zum Glück. Das war das größte Problem, das ich mit Anno 2205 hatte, dass es keine KI-Gegner gab. Zumindest keine richtigen. Klar, es gab sie und man konnte sie später auch per Update auf dem Börsenmarkt bekämpfen. Aber sie waren nicht wirklich in derselben Inselwelt. Ne? Man hat Quests für sie gemacht. Sie haben die Sektorenprojekte betreut und das war's eigentlich auch schon wieder. Und da jetzt richtige KI-Gegner reinzubringen, ist ein geiler Schritt, keine Frage. Aber wenn wir uns da mal anschauen, wie bis jetzt Related Design oder jetzt auch Blue Byte, so heißen die ja jetzt, wurden ja jetzt von Blue Byte übernommen vor ein paar Jahren. Wie erfolgreich sie bis jetzt mit KI-Gegnern umgegangen sind. Die Anno-Reihe gehört ihnen seit Anno 1701. Hat die KI noch relativ sauber funktioniert? Sie hat gecheatet wie Sau. Keine Frage. So, also wirklich richtig hart gecheatet. Kann man jetzt wirklich davon halten, was man will. Aber es hat funktioniert. Dann kam Anno 1404, was deutlich komplexer wurde. Und da hat die KI bereits angefangen, Probleme zu haben, weil sie musste immer noch cheaten. Und während im Early Game, hier sehen wir es ja zum Beispiel an Helena, sie hat ein schönes kleines Bürgerdörfchen hier. Das sieht hübsch aus, keine Frage. Aber im Late Game werden die Städte richtig hässlich. Ja, da stehen Adelshäuser neben Bauernhütten. Du hast es gibt keine Steinstraßen darin. Und der Militär schließt sich die KI auch immer leicht austricksen. Das hat natürlich Blue Byte als guter Entwickler, der sie sind, und sie sind ja auch nicht blöd. Das haben sie gemerkt. Also haben sie gesagt, okay, was ist jetzt das Hauptelement der KI, was wir brauchen? Und da haben sie festgestellt, Atmosphäre. Sie brauchen Leben auf den Maps. Also haben sie der KI bessere Persönlichkeiten gegeben, die weiter herauskristallisiert und ansonsten die KI-Gegner von den Spielregeln entkoppelt. Das Resultat war Anno 2070. Oh, Helena! Come on, I'm making you fall. Thank you. I can do so much good with this. You had better find another island before you come. Das hat jetzt Priorität. Courageous decision. You're bound to encounter new challenges in the Orient. Ich muss hier erstmal Platz gewinnen. We'll finally be able to learn more about your culture. Soweit kommt es noch, dass ich zulasse, dass sich diese Bitch hier ansiedelt. Oh, Autosave, yay.
So, also, die KI-Gegner wurden immer weiter heruntergedummt für Anno 2070. In Anno 2205 waren sie dann gar nicht mehr richtig da. Und jetzt wollen sie die besten KI-Gegner überhaupt bringen, die auch richtig auf das Können des Spielers reagieren, ihre Strategie wechseln können und so weiter? Das halte ich vorsichtig ausgedrückt für ein bisschen sehr ambitioniert. Dazu kommt, dass sie noch ein paar Vorteile, die Anno 2205 hatte, wieder wegschmeißen, zum Beispiel das Warensystem. Jetzt werden Waren wieder einzeln produziert werden in Anno 1800. Das bringt etwas mehr Atmosphäre, ja. Sorgt aber dafür, dass man auch weniger Transparenz hat. Es wird wieder dazu führen, dass man Foren wälzen muss. Nicht nur nach effizienten Baulayouts, was schon wieder eine coole Sache war, sondern danach, okay, wie viele Betriebe derselben Art brauche ich in dieser Produktionskette? So, man kann nicht mehr einfach so direkt im Spiel nachschauen, okay, ich bin jetzt zum Beispiel mit dieser Ware um 4 im Minus, jetzt baue ich eine Firma, die produziert 6 in dem Bereich, dann habe ich plus 2. So, es hat einfach zum Austarieren viel, viel besser funktioniert. Und das werfen sie jetzt wieder über Bord. Ich denke, darunter wird so ein bisschen die Transparenz leiden, das finde ich ein bisschen doof. Und auch, dass sie das Multiregionssystem beibehalten, ist ein zweischneidiges Schwert. Punkt 1 ist, es wird deaktiviert sein, wenn es ein Multiplayer ist. Das heißt, Multiplayer und Singleplayer werden sich tatsächlich unterschiedlich spielen. Was ich für fragwürdig halte, aber vielleicht haben sie ja da ein paar clevere Ideen, wie man es ausgleichen kann. Das Hauptproblem, das ich mit dem Multiregionssystem hatte, ist, dass das Spiel weiterläuft, während ich eine neue Map lade. Das heißt, ich lade eine andere Region, wie in Anno 2205, zwischen der temperierten Zone, wo ich die Hauptstadt habe, und wechsle rüber zur Arktis. Kommt erstmal eine Ladezeit. In dieser Zeit geht das Spiel aber weiter. Anno 2205 hatte bereits das Problem, dass wenn währenddessen eine Invasion lief, der negative Effekt davon weitergeht. Und das konnte einem auf den höheren Schwierigkeitsgraden ganz schnell den Spielspaß verhageln, weil man im Endeffekt wehrlos war. So. Das Kerndesign-Problem, das sich daraus bildet, ist tatsächlich, meine Hardware-Leistung hat dadurch Einfluss auf das Gameplay, weil klar, mit schnellerer Hardware laden die Maps schneller, ich kann schneller auf Katastrophen reagieren. Oder, da jetzt KI-Gegner wieder drin sind, wenn eine KI mich angreift, kann ich darauf schneller reagieren. So, und das ist, Spieldesign an Hardware koppeln, weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist. So, deswegen, bin ich sehr gespannt, was sie mit Anno 1800 machen. Ich sehe da bereits jetzt ein paar Probleme zukommen. Andererseits weiß ich, es ist ein sehr talentierter Entwickler. Ja, das ganze Team ist sehr, sehr stark. Optisch wird es natürlich wieder eine Wucht werden. Anders kann man es nicht sagen. Ja, das, was man ja bereits jetzt gesehen hat auf der Gamescom, das sah ja hervorragend aus. Deswegen freue ich mich auch schon richtig auf das Spiel. Aber ich bezweifle, dass es an den Erfolg von Anno 1424-70 anknüpfen kann. So, das waren jetzt einfach mal so meine Two Cents über Anno 1800. So, und wir schauen jetzt mal, dass wir hier noch etwas Stein produziert kriegen. Wir haben natürlich nicht allzu viele Steinabbaumöglichkeiten hier. Das wird uns später noch auf die Nase fallen. Das kann zu Problemen führen. Na gut, machen wir das Beste aus der Geschichte. Und bauen so viel Stein wie möglich ab. So, und dann müssen wir auch beides möglich anfangen mit einer Werkzeugproduktion. Wir haben hier zwei Erzvorkommen, das heißt, wir können bis zu vier Werkzeugschmieden versorgen. Das ist nicht viel. Da werden wir gegebenenfalls nochmal vernünftig intervenieren müssen. Na komm, hier, wenn dann richtig. So, können wir bereits eine Werkzeugproduktion hochziehen? Nein, können wir noch nicht. Aber wir können zumindest die Bereiche, wo wir das Eisen dafür abbauen, bereits erschließen. So, und Helena ist hier gut eingeschlossen. Ah, und... Oh, und wir haben hier eine Akademie der Weisen. Das ist hervorragend. Das heißt, kostenlos Baupläne für die Ewigkeit. Sehr schön. Hier erhöhen wir mal eben ein bisschen die Steuern. Another player's population has reached the next civilization level. Ja, das ist auch so eine spannende Regel, die sie hier der leichten KI hinzugefügt haben.
Die leichten KI-Gegner, die warten mit dem Aufstieg zur nächsten Zivilisationsstufe, bis der Spieler selber sie vollführt hat. In der Basisversion von Anno 1404 war es noch so, sobald man selber aufsteigt, folgen die Computergegner instant. Und wie man hier sieht, ist ein kleiner Delay drin. Gut, wir werden jetzt hier erstmal die Aufstiegsrechte sperren. Dann werden wir jetzt erstmal mit der grundlegenden Produktion anfangen. Ich denke mal, die Holzkohleproduktion lagern wir hier im Norden aus. Weil schließlich braucht sie ein bisschen Platz und wir wollen ja nicht unseren Städtebau später behindern. Beziehungsweise so selten wie möglich umdisponieren müssen. So, dann bauen wir jetzt hier erstmal eine Schmelze. Oder, naja, wir richten hier einen Industriedistrikt ein, ja. Die Industriedistrikte, die finde ich eh immer sehr sympathisch. Machen wir das einfach mal. So, dann haben wir jetzt hier 1, 2, 3. Wir wollen ja nicht unbedingt direkt zum Berg anschließen. Und dann wird das hier jetzt der Distrikt für unsere Schwerindustrie, namentlich unsere Metallverarbeitung. Und wir sehen, uns geht das Werkzeug aus. Dann gehen wir mal eben ganz kurz shoppen. A good deal is always a welcome. Es ist ja schön, dass du mir jetzt Werkzeug gebracht hast. Ich danke dir. Two players are signing a trade treaty. So, und damit hätten wir jetzt die erste volle Produktion für Werkzeug. Aber wir wollen mehr. Deswegen kaufen wir hier nochmal 20 Tonnen. Wir müssen jetzt langsam ein bisschen mit dem Geld aufpassen. A player has opened up new land. Wäre nämlich ärgerlich, wenn uns das da auf Dauer ausgeht. So, wir hätten natürlich uns auch hier ansiedeln können, aber... Ah, hier bräuchten wir keine Norias, das würde die Produktionskosten gering halten. Und wir haben hier Eisen und Kupfer. Quarz und Kupfer. Ja gut, dann siedeln wir mal eben noch hier. Außerdem sehe ich hier, wir haben zwei Riffe. Können wir prima anzapfen, hier haben wir nur eines. Das heißt also, Perlenketten werden wir ebenfalls ohne Ende haben. Und das bedeutet, wir haben später auch Geld ohne Ende. Da freue ich mich schon drauf. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch die zweite Eisenmine bauen. Die zweite Kohleproduktion haben wir bereits. Another player has built an oriental settlement. A player has opened up new land. Ah, es sind immer so knappe Geschichten diesmal. Ja, fuck it. Wir begnügen uns erstmal mit dem, was wir hier haben. Notfalls kaufen wir ihn einfach und verdrängen ihn. So wie es sich gehört. Another player has built an oriental settlement. So, wir müssen hier auch ein bisschen aufpassen auf die Fischproduktion. So, und dann würde ich sagen, ist es jetzt tatsächlich langsam Zeit, sich... daran zu machen, einen Screenshot fürs Thumbnail zu finden. Ich denke, wir haben hier jetzt einiges geschafft. In der nächsten Episode werden wir hier einen zweiten Distrikt bauen. Oder expandieren wir doch nach oben und bauen dann hier schon den ersten orientalen Distrikt. Das wäre, glaube ich, der richtige Weg. Genau. Das heißt, wir werden die Holzproduktion woanders hinsetzen müssen, aber das sollte kein Problem sein. Ich denke, hier in der Ecke haben wir noch genug Platz. Und dann sollte es passen. Na gut, da haben wir schon mal ein Ziel für die nächste Episode definiert. Es ist jetzt natürlich Zeit für einen vernünftigen Screenshot und das sieht doch sympathisch aus. Nehmen wir gleich das. So, und damit ist jetzt der Anfang für das neue Großprojekt gelegt. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich euch natürlich darum bitten, einen Daumen hoch zu geben. Das ist immer ein positives Feedback und sorgt natürlich auch dafür, dass das Video auch ab und an gesehen wird. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt oder irgendwelche Fragen oder sonst was, dann haut mir die Kommentare voll. Und ja, natürlich würde es auch nicht helfen, wenn der Abonnenten-Counter ein bisschen steigt. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche noch ein paar schöne Tage. Bis zur nächsten Episode. Auf Wiedersehen!